Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute eure Fragen beantworten. Ich habe euch dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, weil ich jetzt dieses Q&A-Video mit euch machen möchte. Und es sind wirklich sehr interessante Fragen dabei. Fragen in ganz viele verschiedene Richtungen. Und ich fange einfach von oben an. Und zwar, die erste Frage kommt von Frag doch. Mich würde mal interessieren, wie du dir dein Leben so in circa 10 bis 15 Jahren vorstellst. Ich bin ein Mensch, ich plane gar nicht so weit, weil ich ja gerne im Hier und Jetzt lebe. Natürlich habe ich aber so einen ungefähren Lebensplan. Also in 10 bis 15 Jahren, nehmen wir mal in 10 Jahren, da ist Svea 12 und Vince ist 14. Also so schön mitten in der Pubertät. Heißt aber auch, dass sie sich vermehrt mit Freunden treffen, mal woanders übernachten und ich auch wieder mehr Zeit für mich habe. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich eigentlich gerne bereits meine Hypnose-Ausbildung abgeschlossen haben. Ich möchte noch eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin, heißt es so. Auf jeden Fall möchte ich das auf jeden Fall noch gerne machen in den nächsten Jahren und da dann wieder weiter darüber hinaus dann Mamas helfen können. Ich möchte weiter als Mama-Coach arbeiten. Ich möchte da dann auf jeden Fall auch Veranstaltungen geben, Workshops geben, wo Mamas hinkommen können, wo sie ihre Kinder mitbringen können, weil es eine super Kinderbetreuung geben wird. Ich möchte dann weitere Bücher veröffentlicht haben. Ich bin hoffentlich dann immer noch hier auf YouTube und auf Facebook und auf Instagram. Und ich habe einen wundervollen Partner an meiner Seite, der mich unterstützt und der mich liebt, so wie ich bin. Genau. Das ist jetzt erstmal so ganz spontan, was ich mir so in 10 Jahren denke. Dann ist die nächste Frage oder die nächsten Fragen von Frau W. Frau W. fragt als erstes, wie gehen deine Kinder mit der neuen Situation um? Spürst du da aktuell eine Veränderung? Ich muss sagen, ich finde, dass sie noch recht gut damit umgehen, weil sich ja bis auf die Wohnsituation nicht so viel verändert hat. Der Kindergarten ist immer noch derselbe, die Freunde sind immer noch dieselbe, die Umgebung ist dieselbe, der Papa ist halt nicht mehr ganz so oft da. Ich merke, dass sie natürlich, darauf war ich auch eingestellt, viel, viel mehr an mir hängen, also viel, viel kuschelbedürftiger sind. Also wir sitzen ja manchmal eine Stunde abends auf der Couch und kuscheln einfach nur. Ich merke auch, dass sie nachts das brauchen, dass ich da bin, auch wenn sie ins Bett gehen, wenn sie einschlafen. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass das aktuell bei uns auch ein bisschen schwierig ist und länger dauert. Ich nehme aber an, dass das einfach ein Erscheinungsbild dieser Trennung ist und dass sie vermehrt meine Nähe suchen. Und da bin ich natürlich gerne bereit, ihnen die zu geben, weil ich mag das ja auch einfach sehr, sehr gerne. Und du hast noch mehr Fragen gestellt, Frau W. Welche Wünsche und Ziele hast du für deine, eure Zukunft? Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen mit angerissen, ne? Also, dass es hier beruflich weitergeht, da habe ich auch noch ganz viele Projekte, Dinge, die ich einfach auch umsetzen möchte, auch in der Zukunft. Dass ich wieder irgendwann einen tollen Partner finde, aber das ist jetzt nicht so mein Hauptanliegen. Dass wir alle gesund bleiben, dass sich die Kinder frei entwickeln, entfalten können, dass sie zu wundervollen Persönlichkeiten werden. Genau, dass wir noch ein bisschen was von der Welt sehen. Dein beruflicher Werdegang ist ja sehr abwechslungsreich. Würdest du rückblickend gesehen dich beruflich genauso entscheiden oder mit dem jetzigen Wissen einen anderen Weg einschlagen? Ich hätte von Anfang an eine komplett andere Ausbildung gewählt. Also mein Ausbildungsweg war halt völlig der falsche. Ich hätte von Anfang an nach meinem Abitur eine völlig andere Ausbildung gewählt, um dann an diesem Punkt sein zu können, wo ich jetzt bin. Da wäre ich halt gerne eher gewesen und mit ein bisschen mehr Vorwissen, was ich mir nicht jetzt ständig immer noch zusätzlich. Also ich hätte von Anfang an eine ganz andere Ausbildung gewählt. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Also meine Ausbildung ist auch irgendwo wichtig für das, was ich jetzt hier mache. Und ja, mein Weg hat mich halt einfach jetzt hier hingeführt. Es ist schon okay, aber klar, mit dem Wissen hätte ich einfach vom Ursprung her eine ganz andere Ausbildung gewählt. So, der rutscht hier immer wieder hoch. YouTube, das ist doch doof. Isabella fragt, inwiefern lasst ihr eure Kinder von eurer Trennung wissen und wie gehen sie damit um? Also wir haben es Vincent schon wirklich auch gesagt. Also wir haben nicht, pass auf, ich erzähle euch, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, wir ziehen um, das heißt ich und die Kinder, wir ziehen in eine neue Wohnung, der Papa bleibt hier wohnen und ihr könnt ihn regelmäßig besuchen. Und mehr Fragen kamen dann auch eigentlich nicht auf. Ich glaube, das kommt dann so mit der Zeit, aber für die Kinder ist das, was wir ihnen vorleben, Normalität. Für die ist das normal, dass der Papa jetzt einfach woanders wohnt.
weil sie in dem Alter, in dem meine Kinder noch sind, nicht wissen, was normal ist. Und ja, so sind wir damit umgegangen. Svea gegenüber haben wir jetzt nicht so direkt darüber gesprochen. Das nimmt sie noch nicht so wahr. Das ist ja auch so ein bisschen so ein kleines Problem. Aber halt mit viel Liebe einfach gegenübergetreten. Wir haben jetzt nicht irgendwie über Trennungsgründe oder irgend so ein Pipapo mit ihnen gesprochen. Dafür sind sie halt einfach noch viel, viel, viel zu klein. Das kommt dann später irgendwann mal. Wenn die Fragen kommen, antworte ich da drauf. Aber ich warte halt, dass die Fragen von meinen Kindern kommen, weil ich sie halt auch einfach nicht überfordern wollte. Dani, Mami, zeigt's, fragt. Unsere Jungs sind ja gleich alt. Wie kann ich mir die Meditationen, die du mit ihm machst, vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Art zum Runterkommen für meinen Großen wäre. Genau. Also Vince, der verlangt mittlerweile auch schon selbst danach. Und zwar mache ich da gerne den Schmetterling von Mojo D. Das Video kann ich euch gerne nochmal verlinken. Das finde ich super, super schön passend. Und wir machen das meistens vor dem Mittagsschlaf oder vor dem Abend. Es ist halt wichtig, dass da irgendwie Ruhe herrscht, dass nicht irgendwie Svea noch mit drin rumrennt. Und dann ist der Raum dunkel und wir liegen da und wir kuscheln da auch gerne und hören uns einfach diese Meditation an. Ich kann da völlig abschalten. Bei ihm ist natürlich noch, der bewegt sich noch, der hat mal die Augen offen. Aber es geht ja einfach darum, sie dahin anzuleiten, zur Meditation anzuleiten. Und es ist wirklich etwas, wo er zur Ruhe kommt, wo er runterkommt, durch die Klänge, durch die Stimme, durch seine Fantasie, was er sich dann da vorstellt. Also das kann ich für Kinder zum Einstieg wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Also die Meditation für Kinder mag ich sehr gerne. Es gibt ja auf YouTube auch wunderschöne Fantasiereisen für Kinder. Also klickt euch da einfach mal ein bisschen durch und probiert mal aus, was für eure Kinder einfach passt. So, dann die alleinerziehende Mama hat sehr, sehr viele Fragen, aber sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Wie warst du damals als Jugendliche? Das ist eine Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Weil meine Jugend teilt sich so ein bisschen in zwei Phasen. Und in der einen Phase, die ich viel, viel schöner finde, war ich so ein Mädchen, die wenig darauf gegeben hat, was jetzt gerade die aktuellen Trends sind, was andere über sie denken. Also mein liebstes Outfit, an das ich immer noch gerne zurückdenke, sind geringelte Kniestrümpfe, darüber eine Jeans, die so bis über die Knie geht und dann schwarze Boots dazu. Love it. Habe ich fast jeden Tag getragen. Das war so. Daran erinnere ich mich gerne zurück. Und das war so meine Phase, wo ich auch mich ausgelebt habe als der Mensch, der ich bin. Und dann gab es irgendwann so einen Knacks und ich habe gemerkt, okay, ich bin dann in diese Schiene gerutscht, wo ich allen gefallen wollte. Vor allen Dingen den Jungs gefallen wollte. Und dann hatte ich plötzlich keine kurzen, bunten Haare mehr, sondern habe mir die Haare lang wachsen lassen. Habe die Klamotten getragen, die alle Mädchen getragen haben. Habe mich halt so angepasst. Und wurde extrem unglücklich, war auch so leicht depressiv jetzt so rückblickend und war nicht so ein schöner Weg. Ich bin froh, dass ich da jetzt wieder rausgekommen bin und jetzt wieder zu meinem alten Ich so ein bisschen zurückgefunden habe, ehrlich gesagt. Was jetzt nicht unbedingt immer was mit der Haarlänge zu tun hat. Aber ist auch so ein Ausdruck davon irgendwie, finde ich. So, jetzt muss ich nochmal in deinen Kommentar hier reingehen. Achso, und sie fragt noch, ob ich sehr frech war, viel feiern war. Nee, also ich war nicht so diese Partymaus. Ich war auch mal feiern, ich war auch einmal betrunken. Ich war nur einmal in meinem ganzen Leben betrunken. Das hat mir gereicht, das brauchte ich nie wieder. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ich war nie ein Raucher. Also ich war eher jemand Ruhiges, Leises, Gechilltes. Genau. Was war dein verrücktester Moment oder dein verrücktester Tag? Oh Gott, da gibt es so viele, die so echt crazy, crazy waren. Du hast halt manchmal so Begegnungen im Leben, die dein ganzes Leben verändern. Du triffst jemanden, der zeigt dir ein neues Hobby und das wird dein Lebensinhalt. Du triffst jemanden, der dich von jetzt auf gleich völlig umhaut und deinen Blick auf die Welt verändert. Du stößt plötzlich auf Meditation, auf Yoga, auf Podcasts und dein ganzes Denken verändert sich. Und das sind immer wieder verrückte Momente in meinem Leben, für die ich so unglaublich dankbar bin. Ja. Also, YouTube ist echt kacke, weil immer wenn sich dann mein Bildschirmschoner anschaltet, klickt er dann von dem Kommentar weg, bei dem ich gerade aktuell bin. Was machst du so gerne in deiner Freizeit, außer Mama sein? Also ich zähle ja immer noch YouTube so ein bisschen zu meiner Freizeit, obwohl sich das so mit Freizeit und Job so ein bisschen mischt. Ansonsten lese ich sehr, sehr gerne, ich meditiere gerne, ich mache gerne Yoga.
Ich liebe es, meine Freunde zu treffen. Ich bin ein Serienjunkie, also Netflix ist mein bester Freund. Entschuldige, bester Freund, aber eigentlich ist Netflix mein bester Freund. Also ich bin echt extremer Serienjunkie. Welche Musikrichtung hörst du? Ich höre ein bisschen was, was so in den Charts ist. Ich höre gerne so Rock-Pop-Sachen. Ich liebe Pink, schon immer. Pink begleitet mich, seit ich 13 Jahre alt bin. Ich liebe, liebe Pink, ich vergöttere sie. Ich höre aber auch gerne mal Hardcore. Also ich gehe auch super gerne mal auf ein Hardcore-Konzert. Ich mag das sehr, sehr gerne. Was sind deine persönlichen Schwächen? Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Ich bin von jetzt auf gleich völlig Feuer und Flamme für eine Sache und vergesse alles rundherum. Ich bin dann nur noch auf diese Sache fokussiert. Reicht das schon an Schwächen? Ich habe noch ein paar mehr, aber reicht auch erstmal. Gibt es etwas, was du an deinem Aussehen verändern würdest und wenn ja, was? Ich glaube, das hat man ständig. Also gerade als Brillenträger ist zum Beispiel öfter mal ein Thema, dass ich gerne mal wieder eine neue Brille hätte, weil mich die aktuell stört. An meinen Haaren will ich immer ständig irgendwas verändern, wenn es die Haarfarbe ist. Aktuell bin ich ja gerade dabei, ich versuche meine Haare wachsen zu lassen, weil ich gerne so einen kinnlangen Bob hätte. Das dauert noch Jahre bei mir. Ansonsten möchte ich mir in diesem Jahr gerne meine Brüste verkleinern lassen. Ho, 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 ho. Hauptsächlich aus medizinischen Gründen. Ich glaube, das war's so, was ich so in meinem Körper demnächst verändern lassen möchte. Genau. Ich glaube, da war noch eine Frage bei dir. Wie alt sind deine Kinder? Also Svea ist 2 und Vince, der wird bald 5. Wie war dein erstes Date? Also erstes Date wann? Also man hat ja viele erste Dates in seinem Leben. Mein erstes Date als Teenager, mein erstes Date mit meinem Mann oder mein erstes Date nach der Trennung? Erste Dates sind halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Also man ist halt unglaublich aufgeregt, man ist befangen. Man ist noch nicht so zu 100% der Mensch, der man natürlich ist, wenn man jetzt mit Leuten zusammen ist, die man unglaublich gut kennt. Man versucht die ganze Zeit sein Gegenüber zu lesen. Mag der mich? Findet der mich gut? Man reflektiert die ganze Zeit, was hat er jetzt erzählt? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Was erzähle ich jetzt? Was kann ich preisgeben? Erste Dates sind immer schwierig, aber unglaublich spannend, finde ich auch. Weiter geht's. Wie sieht der Mann deiner Träume aus? Beziehungsweise was müsste er mitbringen für den ultimativen Wow-Effekt? Okay. Also, wie ein Mann aussehen muss. Fangen wir erstmal mit der Optik an. Größer als ich wäre nicht schlecht. Das hat bisher jeder Mann geschafft. Ich bin nur 1,65. Ansonsten finde ich dunkle Typen gut. Dunkle Haare, dunkle Augen, so männlich. Ja. Also ich stehe nicht auf blond-blauäugig Bodybuilder, gar nicht. Ich stehe auf dunkle Männer. Und so dieser Wow-Effekt, das muss der Mann, das muss die Persönlichkeit dann sein. Was er tut, wie er spricht, wie er dich behandelt. Ganz, ganz wichtig, wie er dich behandelt, ob er dich wertschätzt. Und da kommt dann dieser Wow-Effekt, glaube ich. Ja, in seiner Präsenz einfach. Und wie er sich dir gegenüber gibt, wie er dich behandelt. So ist das persönlich bei mir. Ich glaube, das war jetzt auch deine letzte Frage. Genau. Dann, das war nur ein Kommentar, den ich sehr, sehr schön fand. Hier, Mama Mia fragt, wie kann man sich in der Kinderwunschzeit ablenken, dem Körper den Stress nehmen? Oh, das kenne ich sehr. Ich hatte 2, 3 Freundinnen, die unglaublich lange versucht haben, schwanger zu werden. Und bei denen es dann geklappt hat, als sie sich halt irgendwie abgelenkt haben, wo sie dann gesagt haben, okay, dann ist es halt jetzt nicht und dann hat es geklappt. Ich glaube, Kopf ist da eine ganz, ganz große Sache. Ich kann da leider nicht aus ich kann nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, weil wir haben uns vorgenommen, ein Kind zu zeugen und es hat geklappt. Also ja, da hatte ich halt Glück. Ansonsten finde ich Ablenkung richtig, richtig gut. Das kannst du zum einen natürlich durch Meditation schaffen, indem du deinen Kopf einfach frei machst von diesen ganzen Bedenken, Befürchtungen, Ängsten. Das kannst du schaffen, indem du sagst, okay, wir wollen jetzt ein Kind kriegen und mal gucken, wann es klappt. Wir wollen nicht Sex nach Plan haben, also nicht, wenn der Eisprung ist oder wenn meine Temperatur das sagt oder wenn die beste Uhrzeit ist oder wie auch immer, sondern wenn wir Lust aufeinander haben. Und den Rest der Zeit schaue ich, dass ich mir was Gutes tue. Also, dass ich meinen Hobbys, meinen Leidenschaften dann halt extrem in dieser Zeit verstärkt
vielleicht nachgehe und mich vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit im Internet rumtreibe, in irgendwelchen Foren und mit anderen Leuten darüber schreibe, was sie machen, um schwanger zu werden und ihre Geschichten mir durchlese und ja, einfach sich dann wahrscheinlich frei von diesem Thema komplett machen. No Name schreibt, warum hat man das Bedürfnis, das ist ein sehr interessanter Kommentar. Warum hat man das Bedürfnis, sein Leben und das seiner engsten Vertrauten so öffentlich zu machen? Was denkst du, wie werden deine Kinder später mal damit umgehen oder reagieren, wenn sie das alles sehen und verstehen, was du hier so preisgibst? Also, erstmal bin ich ja nicht die einzige Person, die das hier auf YouTube macht. Und ich finde, und wer meine Videos sehr, sehr lange schaut, der weiß das auch, dass ich das in einem sehr dezenten Rahmen mache. Man sieht meine Kinder nie mit ihrem vollen Gesicht, so wie bei anderen Kanälen. Man sieht meine Kinder nicht, während sie bocken, schreien, nackt sind. Also man sieht meine Kinder in meinen Vlogs ja prinzipiell sehr, sehr selten, sehr, sehr dezent. Aber man sieht sie natürlich, weil sie Teil meines Lebens sind. Ich habe diesen Weg für mich natürlich entschieden, dass ich mein Leben mit euch teilen will. Und dazu gehören nun mal dann auch meine Kinder, meine Partner. Freunde, Familie, alle Leute werden vorher immer gefragt. Ich filme eigentlich sehr, sehr selten in der Anwesenheit von Freunden, von Familie. Und dann werden die Leute halt vorher gefragt. Oder man sieht sie halt einfach nicht, sie sind um mich rum, aber man sieht sie nicht. Das ist mir natürlich schon wichtig, die Privatsphäre anderer Menschen zu respektieren. Auch mit dem Partner muss das immer in Absprache erfolgen. Okay, was gebe ich preis? Inwieweit möchtest du da drin involviert sein? Aber die Kinder natürlich können da jetzt noch nichts dafür sagen. Und dazu sagen. Und irgendwann werden sie das ja auch mal sehen. Wenn irgendwann wirklich das Problem auftreten sollte, dass ein Kind sagt, boah, nee, Mama, bitte nicht, dann wird das hier alles innerhalb von wenigen Minuten einfach mal unsichtbar gemacht. Das kann niemand mehr sehen. Aber ich erziehe meine Kinder zu selbstbewussten Kindern. Und selbstbewusste Kinder oder selbstbewusste Menschen scheißen darauf, was andere über dich sagen. Ob jetzt irgendein anderes Kind das peinlich findet, ob es da irgendeinen Anlass findet, dich zu mobben. Meine Kinder sind stark genug, da drüber zu stehen. Das ist mir wichtig und das ist auch ein Teil dieses Prozesses. Und deswegen kann ich das hier mit mir vereinbaren, weil ich sage, okay, ich erziehe meine Kinder zu selbstbewussten Persönlichkeiten. Ich erziehe sie dazu, alles zu tun, worauf sie Lust haben, solange sie dabei niemand anderen verletzen. Und ich erziehe sie dazu, nicht so viel auf die Meinung anderer zu geben. Und dann kommen wir hier, glaube ich, gar nicht so extrem krass in einen Konflikt. Ich hoffe, dass das deine Frage soweit beantwortet. Ansonsten schreib gern nochmal. Genau, und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage von Mamas Blog. Meine Frage, wie geht es dir jetzt nach der Trennung? Kommst du langsam an in der neuen Wohnung? Und lass dir nichts erzählen, du machst das toll hier. Wie es mir aktuell geht? Ehrlich gesagt, überraschenderweise super gut. Super, super gut. Wir sind jetzt hier angekommen, das ist jetzt unser Zuhause. Auch Vince spricht jetzt von unserem Zuhause, das ist jetzt unsers. Auch wenn immer noch nicht alles an den Wänden hängt, ist egal. Das ist jetzt hier unser Zuhause, hier sind wir angekommen, hier fühlen wir uns wohl, richtig scheiße wohl fühlen wir uns hier. Ich bin glücklich, ich kann mein Leben wieder genießen. Ich sehe sowieso, ich habe sowieso von Anfang an versucht, in der Trennung auch immer die kleinen positiven Dinge zu sehen. Und das alles, was mich halt Monate, Jahre lang im Alltag mit dem Ex-Partner beschäftigt hat, das ist jetzt halt weg. Und das genießt man halt einfach und man ist wieder offen für neue Dinge und genießt das und nimmt alles mit. Man nimmt alles volle Bombe mit. Und ich pflege noch intensiver meine Freundschaften, meine Beziehungen. Es sind wieder so viele tolle Leute, wo sich die Freundschaft einfach so ein bisschen verloren hatte. Die sind jetzt wieder auf mich zugekommen und wir haben eine noch engere Beziehung als vorher. Also alles, was mir passiert ist, diese Beziehung, diese Trennung, das musste passieren, damit ich jetzt so gestärkt daraus hervorgehen kann und jetzt ein viel, viel besseres Leben leben kann. Ich musste meine Lehren daraus ziehen, das habe ich getan und damit kann ich jetzt wieder den nächsten Schritt wagen. Also ich bin dankbar für alles, was passiert ist. Ich hoffe, all eure Fragen konnten beantwortet werden. Ansonsten schreibt gerne nochmal unten in die Kommentare. Ich habe ganz viele tolle Videowünsche von euch gesammelt. Da freue ich mich schon sehr drauf, die umzusetzen. Also, es geht hier weiter. Seid gespannt. Ich freue mich auf die Zeit mit euch und bis bald. Tschüss!